Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Saji und das ist der Mark Hagenbeck, die singende Wandermatratze. Aus, wo kommst du eigentlich her? Wie heißt die Gegend, wo du herkommst? Und ich komm aus Isenburg. Ja, aber was ist denn das für eine Gegend? So, das ist Gegend am Rand vom Westerwald. Am Rand vom Westerwald, heißt das so? Ja. Also nicht Westerwald, sondern das heißt aus am Rand Nähe von Westerwald. Von Neuwied, da komm ich, zwischen Neuwied und Koblenz. Ja, aber wir sind hier zum Beispiel, ich bin aus dem Taunus. Du bist aus dem Taunus. Aber das heißt ja nicht am Rand vom Taunus. Aber wir liegen am Rand vom Westerwald. Ja, egal. Also ihr habt keinen eigenen Gebietsnamen. Kreis Neuwied. Kreis Neuwied. Guten Tag, aha, erstmal alles ja, zusammen. Genau, ja, genau. Guten Tag. Wir haben heute den 29. Mai und am 29. Mai haben wir wieder ein Geburtstagskind, das wahrscheinlich irgendwas mit dieser Musik zu tun hat. Richtig, am 29. Mai 1967 hat Noel Gallagher Geburtstag. Einer der Gallagher-Brüder der Gruppe Oasis. Wonderwall. Genau. Wonderwall, genau, ja, ein ganz bekanntes Lied. Wonderwall. Was jeder, der einigermaßen eine Gitarre halten kann, auch so fiedelt. Ne? Today is gonna be the name of blablabla. Ist ja wurscht. Ja, genau. Und am 29. Mai, also hier, Noel, hier. Noel. Übrigens. Du bist zwar ein bisschen gestört, aber wir gratulieren dir trotzdem. Noel nicht so viel rum, sagt man auch. Noel nicht so viel rum, ja. Am 29. Mai 2004 wurde Estland Vollmitglied der NATO. So, jetzt kommst du. Das ist ja ein Ding. Estland? Jetzt kommst du. Estland, Lettland, Litauen. Jetzt bin ich dran. Ja. Das sollen wir überleiten jetzt. Ja. Okay, am 29. Mai haben wir einen Nationalfeiertag. Und zwar den Nepal-Tag. Nepal-Tag der Einheit. Also Nepal feiert wahrscheinlich den Tag der Einheit, soll das bedeuten. Ja, in Nepal. Nepalesen, wir gratulieren. Wir haben herzlich. Ja ganz viele Fans aus Nepal. Aus Nepal. Ja. Ganz hoch oben aus dem Himalaya-Gebirge. Ja, ja. Da empfängt man uns ja auch. Ja, da empfängt man uns auch mit Antenne. Ja, also nee, über Internet halt. Ach so. Ja, die haben ja ganz oben haben die ja auf dem Himalaya haben die ja so einen Funkmast. Extra wegen uns haben die einen Funkmast. Den Shoki Banoki Funkmast haben sie da hingebaut. Der ist auch von uns gesponsert. Also da seht ihr wie im Hintergrund dieses Logo, das ist da so drauf gesprüht. Ne? Natürlich. Also mit Lama-Blut haben die das gemacht. Ja, echtem Lama-Blut. Ja. Echtem Lama-Blut, ja. Ja, ja, mhm, natürlich. Und das haben wir in Nepal, deswegen haben wir in Nepal so viele Fans. Nepalesische Fans, ja. Nepalesisch, genau. Am 29. Mai 1990, da wurde Boris Jelzin Parlamentspräsident der sowjetischen Teilrepublik Russland. Jetzt guckst du aber blöd, ne? Nochmal hier so. Hm, genau. Ja. Jetzt habe ich irgendwie Lust auf Wodka, ich weiß gar nicht warum. Warum? Bei Jelzin? Ja, Jelzin. Wodka? Mhm. Ah ja, Wodka Gorbatschow willst du haben? Nee, es gibt ja auch einen Jelzin. Naja, ist ja wurscht. Ja. Das war wieder ganz viel Angeberwissen bei Daily. Shoki Banoki sieht euch morgen wieder. Morgen ist der 30. Mai. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski, bis Baldinski.